doch schon mal ein interessantes Willkommen ins Grüßchen. Ja, gutes Willkommen. Ah, wie praktisch. Die haben schon vorgesorgt, hier Stein zu Fleisch nochmal. Zwei Rollen. Warum bloß? Das frage ich mich schon. Okay, wir sind im Erdgeschoss schon mal durch. Ich wusste, dass da mehr kommen. Also, es war anzunehmen. Jetzt ist halt die Frage, was erwartet uns noch? Will ich dort hinten hinschauen? Fresst Stahl! Ups, dieses Huhn war groß. Ich hasse es zu kämpfen, wenn ich mich satt gegessen habe. Verdammt! Du musst nicht kämpfen. Sterben reicht vollkommen. Komm, nervt jemand Gold, regiert die Welt. Je eher ihr das lernt, desto besser für euch. Bitte verletzt mich nicht. Ich habe niemanden getötet. Ich will nur nach Hause gehen. Eure Schwester Felicia hat uns gesandt. Sie sagt, dass Ignaz, ein Soldat aus Arm, zwei von euch nach Adkatla begleiten kann. Ihr könnt dort ein neues Leben anfangen. Felicia? Ich wusste, dass sie hier war. Ich sah sie in der Ferne, aber ich dachte, dass ich träumte. Unterwegs nach Arm? Wunderbar, wo ist sie jetzt? Sie ist im Tempel. Wartet, bevor ihr geht. Erzählt mir alles, was ihr über den Clan wisst. Während wir gerade kämpfen. Ich werde euch alles im Tempel erzählen. Bis später und viel Glück bei eurer Mission. Ja. Ach. Wie sind wir da rausgekommen? Hallo? Was soll denn das? Ich hoffe, das bringt was. Schaut euch das an. Der hat ein paar gute Pfeile. Immerhin, kannst du die nicht instant identifizieren? Das ist ein Pfeil, den hatten wir noch nicht. Ein guter Pfeil. Ziel Magiebann. Oh. Die kannst du nicht identifizieren? Feuerpfeil. Gut. Wir hatten Pfeile. Ach, du hast Pfeile. Ja, dann behalt die mal. Erstmal merke ich gerade, wir müssen hier wieder ein bisschen... Mit mir als Anführer werden wir stinkreich werden. Wartet. War ich doch an? Ich tue ohnehin, was getan werden muss. Es kümmert mich nicht, ob ich der Anführer bin. Ich glaube, es war so, oder? Ja, mal schauen. Ja, genau. Gibt's hier irgendwas noch von Interesse? Nein. Wo sind eigentlich die Leute hier drin? Was mit dem Wirt? Was habt ihr mit dem Wirt gemacht? Was mit Khalid und Yahira? Kann ich wieder raus? Fragezeichen. Kegane möchte ich jetzt nicht hochheilen müssen. Ich kann wieder raus. Oder? Ich kümmere mich drum. Ah, dann komme ich wieder zu der und die. Zum Eingang. Okay. Weil jetzt muss ich echt schlafen. Leichte oder? Sache. Ja, genau, ich gehe in den Tempel. Viel bessere Idee. Da kann ich einerseits schlafen, andererseits kann ich den Typen befragen. Guter Kompromiss. Und dann gehen wir ins zweite Stockwerk. Oder erste Stockwerk, besser gesagt. Waren wir im Erdgeschoss. Ah, da ist er wieder. Hallo wieder, Abenteurer. Vielen Dank dafür, die Nachricht meiner Schwester weiterzureichen. Wir wären ohne eure Hilfe jetzt nicht hier. Ich habe... Danke euch. Wir werden immer dafür dankbar sein, was ihr für meinen Bruder getan habt. Ich muss zugeben, dass ich letztendlich ein Verbrecher bin. Charles, ihr habt gesagt, dass... Nein, ich tötete niemanden, Felicia. Das habe ich bereits gesagt, aber gut. Einmal in einer Taverne in der Stadt Baldur's Tor ließ eine fette Adlige ihre Handtasche auf dem Tisch zurück. Sie ließ sich dort zurück, ich schwöre es. Keiner war ringsum, also untersuchte ich sie. Ich fand einige Juwelen darin. Dies ist euer Abenteuer. Bitteschön, verkauft sie, tragt sie. Tut damit, was ihr immer wollt. Ja, eine Perlenkette ist... wir müssen aufpassen auf den Ruf. Danke, Charles. Ihr habt mir auch versprochen, vom Grauen Clan zu erzählen. Ich war ein Mitglied von sehr niedrigem Rang. Sie sagten nie irgendwas Wichtiges in meiner Gegenheit. Ich belauschte jedoch ein Gespräch, das im Wesentlichen über Kampftaktiken ging. Darüber, wie man Halboger und menschliche Truppen organisiert. Am Ende erwähnten sie jedoch, dass der Zentarim... ihr Angebot auf Zusammenarbeit ablehnte. Das ist alles, was ich weiß. Wenn ich mich an irgend
etwas anderes erinnere, teile ich es euch mit. Ja, besser als nix. Schlafen! Juhu! Ich hoffe, das bringt... Ja, Schlafen hat was gebracht. So, jetzt können wir wieder reingehen. Ich kümmere mich drum. Ein bisschen lästig finde ich schon, dass man da überall schlafen kann. Aber man muss bedenken, Baldur's Gate ist halt kein einfaches Spiel, wie sie heutzutage gibt, wo man überall speichern kann, überall und jederzeit. Da muss man halt ein bisschen nachdenken und überlegen, ist einem der Weg zurück es wert? Oder geht man auf volles Risiko? Das ist zu faul. So, wir gehen wieder in den Gasthof. Hier ist es schön still, dass sie so blöd reinkommt. Das ist übel. Eigentlich müsste ich mich wahrscheinlich durchbuffen, weil im ersten Stockwerk geht's gleich weiter mit der Party. Fresst da! Wenn es denn sein... Edwin. Gute Idee, das mir zu übertragen. Edwin steht gleich vorne dran. Was denn jetzt schon wieder? So. Das stört mich weniger, wenn er nächstes Mal vorne dran steht. Gut. Gleich nochmal. Ich hoffe, das bringt was. Ja, war das schon alles? Das war nämlich... Oh. Hey, hässliches Etwas! Ich habe gerade meine Rüstung abgenommen. Verdammt! Oh, gut. hat er da ein bisschen Spaß, oder wie? Dirne? Dirne und Dirne. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Dirnen aus dem Weg. Das ist ja witzig, der hat wirklich seine Rüstung abgenommen. War es wenigstens eine gute Rüstung? Nein. Gut. Selbst wenn es nicht schade wäre. Wie sieht's hier drin aus? Wache? Mary? Junge. Ich habe dreimal Stein zu Fleisch. Die Dirnen sollen nicht so aufgeregt rumlaufen. Das macht mich nervös. Interessant, die haben das Gebiet komplett nachgebaut, wie es scheint. Alter, noch ein Schwert. Weil im ursprünglichen Gebiet konnte man die Kisten untersuchen. Das erklärt auch, warum man... der hat viel Geld. Onyx-Ring ist nichts wert. Oder wenig wert. Auch nicht viel. Blöbe, krach, bäh, ja. Das ist witzig, nicht wahr? Das erklärt auch, warum man über diese eine Höhle hier rein muss. Da kommt man in ein komplett anderes Gebiet. Jetzt sag mal, wenn ihr da rumlauft, dann kann ich jetzt speichern. Was soll denn der Scheiß? Also aufhören, bitte. Danke. Schon besser. Ich kümmere mich. Fortschritt immer abspeichern. So, nächstes Gebiet. Sache. Alle greifen Edwin an. Anführer der Räuber. Ich spucke auf Sarevok und auf sein Angebot. Haut jetzt ab, ihr Idioten. Wenn ich euch jemals wiedersehe, füttere ich die Oger mit euren Knochen. Eindringling in diesem Stockwerk? Was zum Teufel geht da vor? Linda, ich sagte euch, dass keiner uns stören sollte. Und wo ist dieser Schuft Reufasio? Kommandant der Grauen Faust. Anscheinend haben meine früheren Vorgesetzten sie geschickt. Jämmerlicher Versuch, zweifellos. Hohe Zauberin Linda. Ich habe keine Ahnung, wie sie hier hereinkam. Es tut mir wirklich leid, mein Herr. Lasst uns ihnen einen Denkzettel verpassen. Ich bin der Meinung, ich sollte sofort ins Stockwerk runter wieder gehen. Ich kümmere mich drum.
Ja, vielleicht noch ein Stockwerk weiter runter. Zumindest kommen da die Zauberer nicht nach, wie es scheint. Das ist gut. Das ist strategisch sehr klug. Ihr stört mich schon wieder. Was soll ich tun? Ich brauche meine Geistertiere. Geistertiere sind gut. Ja? Ich kann euch nicht mehr sagen. Wenn es blutet, kann was ich tun. Nee, du bist mein Kämpfer. Ich brauche Ikonia. Du hättest nämlich einen starken Zauber. Wenn der wirkt. Ich bin dabei. Ihr geht mir langsam auf den Geist. Ich brauche noch einen Geist dazu. Wenn es denn sein muss. Ja, theoretisch. Ich warte. Oh. Gut. Gute Idee, dass theoretisch flüchten wir jetzt erstmal, weil ich brauche einen Überblick. Ich brauche echt einen Überblick. Was denn jetzt schon wieder? Wir versuchen mal. Das? Sehr schön. Greifen die an, die nicht flüchten. Hey, hör doch mal. Ohne Zauberer können die nicht viel. Sind so. Manchmal bringt mich schon der Geruch rein. Okay, der kann schon mehr. Wenn es blutet, das Schwert ist das Einzige, worauf sich eine Frau verlassen kann. Olaf Char ist eine Göttin der Überzeugung und Entschlossenheit. Wie viel hatten denn noch den Tod in Arm? Hau den mit Bombarde, mit bombastischen Geschossen. Eine lernfähige Kugel von dir und von dir. Ihr stört bitte. Mich schon wieder. Geschosse. Ja, Geschosse ist gut. Char. Jalka, ich gehe, wohin ihr wollt, wenn ihr mich von diesem verfluchten Sonnenlicht fernhaltet. Verfluchteste Stadt, der trifft langsam immer. Auf den Geist. Wir müssen ihn weiter bombardieren. Was wollt ihr? Er muss sterben, bevor wir sterben. Das war der Kommandant, der... der hat auch so gekämpft, ehrlich gesagt. Was haben wir denn da? Die Rüstung sieht toll aus. Kilgains Rüstung ist ja letztens erst kaputt gegangen. Zettel. Her damit. Was gibt's noch? Gold. Gibt's hier noch was? Nein. Was immer. Da war noch ein paar mehr, oder? Warte. Schaut euch das an. Diamanten. Her damit. Diamanten nehme ich gerne. Da war, glaube ich, noch irgendwo. Der da? Gold. Viel Gold. Was soll ich schaut tun? Mal, ich bin voll angeschlagen. Geil. Das war... ich habe ein Level Up. Die Rüstung. Oh, die Rüstung. Ich will wissen, was die Rüstung können. Habe ich mir schon gedacht, dass es eine billige Robe ist. Dadurch kann sie sich schnell identifizieren. Erst die da, Plattenpanzer. Sturmschild. Rüstungsklasse 0. Elektrizitätswiderstand 35. Das Teil hat 3. Was hast du eigentlich? 1. Aber dadurch hast du... Nein, hast du nicht. Dadurch hast du schon Schutz vor Kälte. Du hast... 2. 2 und du hast... Ja, den Dreier. Der Dreier ist das schwächste Glied. Der fällt raus. Ein herrliches Teil. Ja. Jetzt hat er wieder was Gescheites.
Diamanten. Ich liebe Diamanten. Diamanten sind Girls' Best Friend. Will nicht damit aussagen, dass ich eine Frau bin, aber naja, ihr wisst schon. Immerhin, schau mal, ob du ein paar Sachen identifizieren kannst. Ah, du bist so voll. Ja, okay, lass mal schauen. Nee, nee, nee. Schade. Hätte ja sein können. Wir hatten aber. Was, die da? Zauber? Ist bloß sowas. So, oh, vielleicht. Nee, Quatsch. Nicht gut. Oder beziehungsweise brauchen wir nicht. Gut ist sie schon, aber. Hier, wir haben die plus 2er für Emoin, falls sie wieder mal auf Dieb machen will. Okay, okay. Ja, okay, das kann man noch geben. Ja. Voll die Halsketten. Ich brauche mal wieder einen Laden. Das ist ein Questgegenstand. Deswegen bitte hier ablegen. Den Zettel lesen. Verse des dunklen Schattens. Bleibt mutig ohne Todesfurcht, dass nicht endlose Qual euch strafen wird. Rückkehr ins Leben gibt es nicht. Nur Leere, endlose Macht und Mörderhand. Gold.